So, willkommen zurück bei Pokémon Team Rocket Version. Wir sind hier auf dieser Route, wo ich nicht weiß. Ja, wir brauchen Fliegen, wir müssen nochmal durch die Höhle. So, ich mache jetzt die Aufnahme mit meiner Webcam nochmal, allerdings nur die Soundaufnahme. Ich weiß nicht, ob es später wieder unsynchron wird. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Aber jetzt laufen wir zuerst zurück. Meine anderen Mikrofone sind irgendwie alle im Arsch, keine Ahnung. Nur meine Webcam funktioniert noch. Das heißt, ich nehme jetzt mit der Webcam diese Soundaufnahme auf. So, und es war schon. Es ist gar kein Pokémon gekommen. Freut mich irgendwie. Hallöchen? Hallöchen? Was hast du gesagt? Ich verstehe nicht. Na gut. So, dann hier nach oben, dann nach oben. So, ja. Kennst du ja, wir müssen zurück in die Stadt. Und dann müssen wir ein Pokémon mitnehmen, das zu schnell kann. Oh, ich muss zugeben, ich habe lange nicht mehr gespielt. Das war ungefähr ein Monat her, wo ich letztens den Hack gespielt habe, das Let's Play. Und ja, Muschi. Den Namen sollten wir vielleicht doch umbenennen. Ich glaube, das machen wir später. PY. Wir müssen auch ein bisschen trainieren. Ne, PY. Whirlwind. Ah, komm. Weichei. Ja gut, für ein PY würde ich auch davon laufen. So, jetzt bloß kein Pokémon. Kein Pokémon. Vorsicht, ganz langsam. Und... haha. Fickt euch. Okay. So. Lass mich durch. Erst jetzt gemerkt. Schnellchecker. Na gut. Wo ist denn das Pokémon sein? Hier oben, ne? Ah, da ist es. Okay. So. Blablabla. Okay. Jetzt brauchen wir unser... Tauboga. Um zurückzufliegen. Dingsbums Town. Lavandier. Fake Dings da, ihr wisst schon. Legen wir Satzenia ab. Fürs erste und holen dann unser. Vier. Na, wir haben einen Ibitak, stimmt ja. Wir haben keinen Tauboga, sondern einen Ibitak. Ganz vergessen. Kann Ibitak zerschneiden? Nein, kannst du überhaupt zerschneiden lernen? Ich schau schnell. Ich wette, ja, wir haben Zerschneider in die Box von uns reingetan. Ne, ist auch egal. Fear of Fly to, oh Gott, ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Hier ist es, glaube ich. I wanna fly away. Willkommen in Lavandier. Oder wie auch immer die Stadt auch heißt. So, wo ist denn der Namenbewerter? Da ist er. Hello, hello. I'm the official name. Okay, Muschi nehmen wir natürlich weg. Wir wollen hier ja jugendfreundlich sein. Ich weiß, ihr hattet Spaß im letzten Part. Muschi. Ja, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt sind wir hier wieder ein bisschen serious. Wie nennen wir denn eine Muschel? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir es benennen sollen. Hat jemand eine Ahnung? Ich habe keine Ahnung. Genau. Ist zwar kein besonders geiler Name, aber egal. Protecti. Oder? Ne, Protecti, doch, Protecti. Protecti oder Protector? Schützer oder Schützi? Schützi. Ne, ich mein Protecti, was soll's. So, Protecti. Okay, und jetzt fliegen wir wieder zurück. Hoffentlich hört's meine Tastatur nicht. Ich drück da gerade ziemlich laut drauf, fest drauf rein. So ungefähr. Und ich mach schnell Pause. Ja, da habt ihr gerade fett meinen den Ball zurückgehört. Wollt schön hat Össin. Was sind wir denn bei? Also ich will jetzt nicht mehr den Faden verlieren, ich will jetzt ständig so flüssig sprechen, wie ich es jetzt gerade mache. Unser Pokémon ist umbenannt, fliegen wir zurück. Oder sind wir schon in der Stadt? Ich hab's vergessen. Aha, wir sind schon in der Stadt, okay. Dann holen wir schnell unser.
Pokémon, das mache ich jetzt mal mit Speed, das will ja, ja niemand sehen. Fero ablegen. Fast hätte ich es freigelassen. Ansonsten Säure wieder. Ne, Quatsch. Quatsch! Quatsch! Nicht Frisäure, sondern. Jetzt Pokémon kann den Zerschneider. Beedrill, ne? Ja, Beedrill war es, genau. Und Katze, du hörst jetzt mal auf zu mounzen, ne? Sonst muss ich Rex auf dich hetzen. Haben wir das schon zerschnitten? Ich meine, da geht's zu einer Arena. Arena. Oh! Wie fies, da ist einer davor. Schnauze, Katze! Ich warne dich! Noch ein... Verdammt! Noch einmal! Und... Wage es nicht! Ich schmeiß den mal schnell raus, Moment! So, du Scheißkatze! Komm her, du! Okay! Lauter Krempel liegt da um meinem PC, das ist unglaublich, ich sollte mal wieder aufräumen. Naja, ich bin ein Gamer, ich darf sowas. Orenta! Protecti! Okay, nutzen wir die Gelegenheit, um zu trainieren. Albinet Junior, komm her! Na, was kommt? Es kommt Schwertanz, er ist ein Angriff und zwar stark. Da kann man auch super Taktiken damit machen. Mit Schwertanz. Zum Beispiel Angriff erhöhen und dann noch die den Schlusswert mit Doppelteam zum Beispiel. Oder den gegnerischen Schlusswert einfach, die gegnerische Genauigkeit einfach senken mit Sandwirbel. Und dann halt, ja, ständig angreifen. Nachdem dreimal Schwertanz eingesetzt wurde, da ist der Angriff aufs Maximal. Auf das Maximale erhöht. Und damit kann man fast jedes Pokémon one-hitten mit dieser Taktik. Aber soll ich euch sagen, was die beste Taktik ist? Die Rapper-Taktik! Fuck. Okay, jetzt aber rappen. Hier, da! Hallo! Jetzt trifft doch endlich! Na, also geht doch! Und einmal noch. Das hätten wir zwar erfahren können, aber ich mag kein Porenta. So. Ich frag mich, ob man hier alle Pokémon fangen kann. Würde mich mal interessieren. Falls ihr das wisst, könnt ihr einen Kommentar schreiben. Okay, hier sind wieder die zwei Turteltäubchen. Und hier ist ein wildes Pokémon, das uns mal wieder auf die Nerven geht. Hieflor. Willeplume. Unser Protekti sollte mal Aurora-Strahl können. Das wäre echt super gegen Hieflor zumindest. Setzen wir mal Rex. Fuck, was habe ich da gerade getan? Ich habe mich vertippt. Ich sollte das Kiffer vielleicht auch umbenennen in Raucher, das wäre eigentlich auch besser. Aber lassen wir es mal dabei. Falls ich mal Zeit habe, mache ich es einfach mal, dann nenne ich Kiffer um in Smoker oder so. Smoker aus Team Fortress. Nee, Smoker aus Left 4 Dead 2. Schon wieder zwei Täubchen oder wie auch immer. Unglaublich. Okay, hier ist wieder die Höhle. Hoffen wir, dass wieder kein Pokémon auftaucht, das wäre echt das Beste jetzt. Elektroball. Elektrode. So, na gut, das riskiere ich hier nicht. Wenn wir fliehen, dann lässt es uns wahrscheinlich nicht fliehen. Das heißt, ich werde hier wechseln zu Simsala. Weil sonst kommt wahrscheinlich eine Elektroattacke, wie zum Beispiel. Fuck, ich dachte, jetzt kommt eine Elektroattacke. Ja, keine Ahnung. Welche Elektroattacke kann denn Elektroball? Gar keine eigentlich in der ersten Generation. Die einzigen, die mir einfallen, sind Ultraschall, Lichtschild, also Attacken meine ich, also Lichtschild, Finale, Explosion und Sternschau, aber sonst fallen mir keine zu. Ja, hier sehen wir Finale. Ein Glück, dass es Piwai trifft, weil Piwai kann sie eh heilen, also ist es nicht besonders tragisch. Verdammt. Na gut, dann kriegt eben Muschas die volle Erfahrungspunkte-Anzahl.
Okay, sind wir schon fast wieder aus dieser Höhle. Freut mich zu hören. Verdammt. Simsala. Hallöchen, Simsala. Aklak, alaklaksam. Alakasa, alakasam. Lass mich fliehen, du Arsch. Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hab doch vor eine Minute gesagt, warum ich da nicht fliehen soll. Naja, egal. Na gut. Manchmal habe ich echt meinen Kopf woanders. Knogger. Marowak. Was? Marowak? Hab ich ja noch nie gehört. Marowak. Vielleicht musst du ein anderes aussprechen, den Namen. Marowak. Klingt wie Mario. Okay, hier ist ein Gym. Mitten auf einer Route. Komisch eigentlich. Okay, hoffentlich können wir da nach rechts, ansonsten müssen wir hier den Weg an dieses Relax vorbei finden. So, wie will zerstört über diesen Busch. Aha, die nächste Stadt, freut mich. Das müsste Ducati City sein, erkenne ich aus der Musik, also von der Musik, aus der Musik, wie auch immer. Und hier ist was? Pummeluff? Das Pummeluff ist normalerweise erst Sprachfehler. Das Pummeluff ist eigentlich normalerweise in Marmoria City, aber das hier ist Prismania City. Anscheinend hat das dann das Pokémon Center von Marmoria City. Vielleicht können wir hier irgendwie die Trainer anschauen und das korrigieren. Aha. Okay, jetzt sagt mir erstmal gar nichts. Das ist hier der alte Mann da. Gibst du mir einen Carpador? Nein. Okay. Nein, macht nichts. Holen wir erstmal unser Santini wieder. Denn jetzt können wir ja immer hin und her fliegen. Allerdings müssen wir dann halt immer unser Ibitak holen. Solange bis wir einen Dragoran haben. Und zwar haben wir einen Dragoran erst, wenn Alduin ein Level 55 erreicht. Dann entwickelt sich's. Legen aber erstmal Bibo ab. Und holen uns Sarzene wieder. Friseure. Okay. So ist die Säure geheilt, weil die Pokémon in der Box werden nicht automatisch geheilt. Das ist erst ab der dritten Generation, glaube ich, so. Hallo Quappo. Hallo Typ, der sein mit Quappo. Na, wie geht's euch? Quappo. Type Quappo. Ja gut, vielleicht finden wir ein Evoli. In dieser Stadt gibt's ja auch Evoli. Also, ja, kann man sich ein Evoli holen. Wasser. Cool. Ah, natürlich haben wir jetzt unser Zerschneider-Pokémon nicht mehr. Wo geht's denn da lang? Das ist wahrscheinlich das Einkaufszentrum, kann das sein? Ah, das ist die Pokémon-Villa, okay. Interessant. Okay, wo geht's hier lang? Ich schaue mich mal grob um, ne? Das mache ich immer, wenn ich in eine unbekannte Stadt gehe. Eine Höhle schon wieder. Das ist wahrscheinlich die Erzmine, kann das sein? Hallo, alte Dame? Hello there! This cave is filled with a very strong Pokemon. There is something for good luck. T41. Achso, ja. Das ist die uns immer im Originalen die TM-Weiche gibt. Hilfe, was ist das für ein Ort? Okay, Hypno. ja, übertreiben, ne? Level 46, oh Gott, oh Gott, oh Gott. na gut, einerseits kann man das super trainieren, dann. Allerdings müssen wir erstmal die Level wieder so weit kriegen. Ich glaube, da werde ich wieder ein bisschen trainieren müssen. Oh Gott, ich hasse trainieren. Vor allem aufs Grün. Ja, genau. Ja, genau. Volltreffer ist klar. PY, Albini Junior, wir haben zwei Gift-Pokémon, das ist scheiße, wenn man zwei Gift-Pokémon hat. Albini Junior, komm. Und jetzt erstmal Sonderwelt, machen wir die Web-Taktik. Vielleicht geht's ja. Das würde Albini Junior eigentlich auch ein bisschen helfen. Autsch. Psychokinese. Jetzt hör aber auf damit. Ah, jetzt wird gerappt, Alter. Muss rappen. Muss Hypnotode rappen. Hypnotode. Und Level 21 für Muschas.
So, ich freue mich, welches Level die Pokémon dann am Ende des Let's Plays haben werden in der Top 4. Wahrscheinlich Level 80 oder 70, so. Keine Ahnung, denn ich spiele es hier blind und ich werde es auch blind spielen. Ich werde hier nicht nachschauen bei den anderen Let's Play, und um zu sehen, welches Level dann die Pokémon am Schluss haben. Dazu macht mir dieser Hack viel zu viel Spaß. Außerdem haben wir ja Zeit, ne? Wo ist eigentlich die Spielhalle? Das müsste die Spielhalle sein, oder? Aha, Spielhalle. Kann man da auch Münzen finden? Sind hier ein paar Münzen, die wir vielleicht finden können. Denn die sind gut. Wir können uns damit neue Pokémon holen. Ah, wir haben keinen Münzkorb. Wir brauchen erst einen Münzkorb dafür. Ich weiß, wo finden wir den Münzkorb? Finden wir ihn hier? Ja, perfekt, Vortreffer. Ich habe halt einen Instinkt. Einen Pokémon-Instinkt. Ich weiß immer, wo was ist. Oder fast immer. So, Coin Case her damit. So, die anderen reden übrigens nur Müll, ne? Die könnt ihr euch auslassen. Im Original zumindest. Ich weiß nicht, ob sie hier anders ist, aber eher nicht. Moment. Shop. Der Shop ist direkt neben dem in der Spielhalle. Oh, dann ist es ja eine Goldgrube hier. Da verdienen die Leute ihr Geld. Hier die mit ihrem Glücksspiel und hier die mit ihrem Waren verdienen hier lauter Geld. Und ich wette jetzt, 19% geht wieder an die Stadt. Ein Rocket-Typ. Okay. Schauen wir uns mal um. Und wir finden 10 Coins. Schauen wir nochmal die ganze Spielhalle an. Vielleicht finden wir etwas. Vielleicht ein Glücks-Hicks. Oder ein paar Münzen. Oder Kohle. Oder eine neue Pokémon-Edition, die wir noch nicht gespielt haben. Denn das ist, mir fällt nichts mehr ein. Na, jetzt aber. Aha, 10 Coins, okay. Da ist noch mal ein bisschen Geld. Gott, alles Geld her. So, ich glaube, holen wir uns erstmal die Münzen. Die 100 Münzen müssten hier sein. Na, hier glaube ich, oder? Ah, hier, da, und hier ungefähr. Na, ne, jetzt sind die 20. Wo sind die 100 Münzen? Ich will 100 Münzen. Ich wette 100 Münzen darauf, dass Italien gegen Spanien im Finale verloren hat. Na, wo ist das? Die EM ist übrigens vorbei, ne? Also, ja, die Aufnahme ist nach der EM, ne? So, am 16.07.2012. Ich frag mich, was für Pokémon man sich hier kaufen kann. Kann man sich hier sie kaufen? Weil ich sehe die andere, weil ich sehe das andere Gebäude nicht. Also, ja, normalerweise kann man die in einem anderen Gebäude 10 Coins suchen. Normalerweise kann man sie in einem anderen Gebäude neben der Spielhalle eintauschen, aber es ist hier leider nicht. Vielleicht ist es am anderen Ende der Stadt. So dass die Leute durch die ganze Stadt laufen müssen, um ihren Preis zu bekommen. Was sehr sozial ist. So, ach, wir haben Zeit, komm, spielen wir ein bisschen mit der Slot-Maschine. Nochmal 3 und. Moment, halte die 7 Blut im Blick. Und. Ah, knapp. Na, aber gut, machen wir es nochmal. Nein! Was sind das hier für Dinger? Das mittlere ist ein Pitgay und das andere ist ein Ratzfatz, oder? Ne, eine Maus. Ach, egal. Ich mache es so lange, bis ich mal was gewinne, ne? Und ach, scheiß drauf, komm, ich habe hier heute kein Glück. So, was bist denn du für einer? I'm making sure. No go downstairs. Okay, hallo Herr Rocket. Oder Polizist, wie es in diesem Spiel auch heißt, wie auch immer. Ja, Taurus Level 44, schon hart. Ich hol Käfer raus. Okay, ich werde dann auch gleich die Aufnahme beenden, weil ich noch schauen muss, ob der Sound auch passt, weil ich glaube, mit der Webcam ist es ein bisschen anders als mit meinen anderen Aufnahmegeräten.
Vermute ich mal. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich vermute es mal. Weil letzte Aufnahme ja unsynchron war. Und vielleicht ist diese Aufnahme ja mittlerweile jetzt bereits auch schon. Und ich rede hier ich kann hier an Zukunft denken. Okay, ich prophezeie voraus, dass... Moment, dass Tauros jetzt down ist. Also gut, und ich prophezeie raus, dass es das nächste Kadabra ist. Na, machen wir mal Kadabra gegen Simsdala, ist ein schönes Match. Auch wenn Psycho gegen Psycho nicht besonders spannend ist, aber egal, komm, wir haben ja Zeit, ne? Das ist jetzt der Standardspruch für diese Let's Play. Machen wir mal Psybeam verwirren wir mal. Tun wir es mal verwirren. Auf mich zu nerven. Du scheiß Kadabra, friss Psychokinese, Kadabra. Volltreffer, Volltreffer, es war ein Volltreffer, gegen Kadabra, Kadabra. Und einmal noch, und Kadabra ist down. Wenn es ein Volltreffer wäre. Na ja, gut, immerhin sinkt sein Spezialwert, das ist gut. Okay, ein Art Angriff noch, wenn es keine Genesung einsetzt. Nachmacher. Nachmacher. Kadabra ist ein Nachmacher. Okay, ich nehme es Psycho. Um AP zu sparen auf Psychokinese, setze ich jetzt Psychostrahl ein. Psybeam. Und Level 40 für PY. So, oh crap! Oh scheiße! This shit won't be happening. About this one. Und mein Chef wird nicht gerade begeistert darüber sein. Kann auch sein, dass ich es gerade falsch übersetzt habe, aber ich glaube, das ist richtig. Mal schauen, was ist denn da? Hey! A switch behind the poster? Let's push it! Aha, was ist denn hier? Okay, die sieht aus wie im Original. Das wird ja sehr unspannend. In den nächsten 15 Minuten oder wie auch immer. Ich mache mal kurz eine längere Aufnahmepause. Wahrscheinlich mache ich Excel dann wieder morgen. Das ist hier nur ein Test gewesen. Falls ihr das seht, wird es alles hoffentlich gelungen. Und wenn nicht, dann kann man nichts machen. Dann rede ich hier mit einer Wand. Hallo Wand. Na, wie geht's? Geht's dir gut, Wand? Ja. Okay, dann mache ich jetzt mal Aufnahmepause und ich werde es dann in einem Part dann später zusammenschneiden. Bis dann oder bis gleich. Und hier bin ich wieder bei einem, ja, bei einer weiteren Aufnahme, sag ich mal. Und wir sind hier immer noch in der Team Rocket Spielhalle. Und hey, a switch behind the poster, let's push it. Ja, ich dachte jetzt, der Eingang wäre hier weg. Naja, hatte ich irgendwie eine Erinnerung, dass hier dann der Eingang wieder verschwindet, wenn man den hier erneut aktiviert, aber naja. So, was haben denn die Leute hier zu sagen? I'm having a wonderful time! Ich habe eine wunderbare Zeit. Hey, good! I'm good, so good at the slots, I swear! There was world series of slots, I would come in first. What about you? Slots? Opt at. Na, das ist wahrscheinlich ein Fehler, wahrscheinlich wurde da zu viel Text eingefügt. You're too young anyway. Gamers are scary. It's so easy to get hooked. What's up? What's up? Kenzer zu Coins? James Recave, 20 Coins. Oh toll, die werden wir so schön brauchen. Hey, hey, what? You throw me off! There are some coins, sir. Oh, das sagt da Ho! Ne, wie bei Julians Blog, Ho! Nein, ich wollte doch gar nicht rausgehen. Ich wollte hier noch ein bisschen schauen, vielleicht kriegt man noch mehr Coins. Coins, ich will ein paar Coins. I think this man is chef! Definitely! Na gut. Good! Do you want to play? Nenn mich nicht Kind, ich bin ein Verbrecher aus dem Rücken. Ich bin mindestens 18 Jahre alt, also und damit kein Kind mehr. Oh,
I almost deterred Don from entering the force. So I gamble now. So, und von dem kriegt man immer neue Münzen. Zu einem unglaublich billigen Preis von nur 1000 Poké-Dollar kriegen wir 50 Coins. Ja, kann man machen, wenn man keine Lust hat auf diese, auf hier Banditen spielen. Obwohl wir schon das ganze Let's Play lang an den Banditen spielen. Okay, schauen wir mal nach, was es in der Wechselstube gibt. Das wollten wir eigentlich schon im letzten Part machen. Da ist die Wechsel. Wo ist die Wechselstube? Das ist die Wechsel. Das ist die Wechselstube. Schauen wir mal nach, was es für Preise gibt. Lickitung, was das ist, ein Schlurp, ein Schlurp. Das ist ein Sichler und ein Porygon. So, was gibt es denn hier noch alles zu holen? Abraditto und Evoli. Das sind ganz nette Pokémon, oh yeah. Das ist das Exal ist, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Epitailer. Und das ist Draft, ich habe keine Ahnung. Aber der 99 ist ein Meisterball. Das ist ein Ball, wo man jedes Pokémon fangen kann mit einem Schlag. Na gut, genug gesungen. Wir müssen mal unser Pokémon trainieren. Habe ich gerade gesehen. Also, ne, mal im letzten Part, also in der letzten Aufnahmesession, sag ich mal. Aber ich bin jetzt ein bisschen, habe eine kleine verstopfte Nase. Meine kleine Nase ist ein kleines bisschen verstopft. Naja. Gut, heilen wir erstmal unsere Pokémon. So, danke, Joy. So, okay, was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen Protecti trainieren. Jetzt brauchen wir noch 182 Erfahrungspunkte für das nächste Level. Ich glaube, ich sollte das Offscreen trainieren. Irgendwann mal. Wir können währenddessen unsere anderen Pokémon auch noch ein bisschen aufpimpen. Pimp My Pokémon. Das ist ein neues Spiel aus Japan. Pimp My Pokémon. Ich frage mich, wo es hier lang geht. Wahrscheinlich geht es ja wieder zurück. Könnte es vielleicht sein. Auch keine Ahnung. Mal schauen. Kommen wir daher? Ich glaube ja, ne? Ah, hier ist eine Arena. Moment, wir haben doch vorhin schon eine Arena gesehen. War das die? Vielleicht? Ah, da kommen wir her, okay. Aber wo geht's denn da oben hin? Naja, egal, das können wir uns später anschauen. Das ist doch die Arena von Koga. Was suchten die hier in Chrismania City? Naja. Schauen wir uns die später an. Die Pokémon wahrscheinlich sind beim Arenaleiter auf Level 60, schätze ich mal. So, hier ist diese Route zu diesen Endbossen-Pokémon mit Level 50 oder wie auch immer. Oh, da ist eine Höhle, stimmt ja. Hallo, alte Dame. Hallo, TM41 teaches Softboiled. Only the Pokémon can use it. That Pokémon is Shenzi. Also Scharniere. Willkommen in ja. Hallo Kabuto, das ist ein Fossil-Pokémon, kriegt man in dem normalen Spielen gar nicht, außer durch einen, ja, durchs Fossil halt, muss man Fossil wiederbeleben. Okay, aber fast das richtige Level für Muschas, das ist ein Mistor, eine Wasserattacke. Kabuto ist vom Typ Wasser und Gestein. Da wäre die Attacke in anderen Spielen nicht normal effektiv, aber in diesem Spiel sind andere Regeln und in diesem Spiel ist eine Wasserattacke gegen Kabuto nicht sehr effektiv. Aua! Naja, zum Glück hat Muschas eine hohe Verteidigung, sonst hätte es die Katze nicht so leicht weggesteckt. So, ja, wir können nur mit Tackle angreifen oder mit Verwirrung, wobei Tackle nichts bringen wird, da Kabuto ja ein Gestein-Pokémon ist. Ich glaube, da muss ich wechseln, wobei das hat Level... Na, wobei, wir brauchen die Erfahrungspunkte für Muschas, da wechsle ich doch lieber. Nehme ich mal Sansenia. Mit einer Rasierblattattacke. So, unsere Friseure hat einen neuen Kunden. Also, hier machen wir mal die Frisur, wo es gar keine Frisur hat, aber egal. Auch Fossilien brauchen irgendwann mal einen neuen Haarschnitt. Okay, und Level 21 für Protecti. Lernst du eine neue Attacke? Nein, leider nicht. Ich kann leider nicht nachschauen, weil ich gerade kein Internet habe. Und was ist das? Was ist das? Es ist ein... das ist ein Top-Trank, glaube ich.
Ne, Quatsch, das ist ein Top-Genesung. Okay, hier ist nichts. Ich will noch schauen, was es für andere Pokémon hier gibt. Ein Omot findet man auch in der normalen Azura-Höhle. Allerdings auf einem höheren Level als hier. Ich muss wechseln zu einem Feuer-Pokémon. Was haben wir denn für ein Feuer-Pokémon? Wir haben Rex, genau. Habe ich ganz vergessen. Hallo Rex. Tja, du entwickelst dich erst mit Level 50, also bis dahin musst du noch warten. Nehmen wir mal Ember, also Glut. Ja, ich hoffe, der Psychstrahl zieht nicht so viel ab. Obwohl ich glaube, dass er viel abziehen wird. Ah. Na, komm, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt aber. Also, super, du brennst. Sehr schön. Nein. Oh, komm, kein Schlafpuder. Ich mag keinen Schlafpuder. Was soll denn das jetzt? Naja, gut, selber ist positiv. Jetzt kannst du nicht mehr sich selber verletzen. schade, dass wir noch keine Pokéflöte haben. Kriegen wir erst, wenn wir im Pokémon-Turm waren. Mach endlich auf, Mensch. Rex. Rexilein, was ist denn los? Wache auf, Rex, du schlafende Sau, ja. Jetzt hör auf, mir Blut zu saugen. Wie eine Mücke. Während man schläft, saugen sie einem das Blut auf. Weil die ja Mücken ja nachtaktiv sind. Irgendwann muss Rex doch aufwachen. Und das wird genau im nächsten Zug sein, glaube ich. Denn länger kann ein schlafendes Pokémon nicht schlafen. Vermute ich mal. Ich bin mir da nicht sicher. Jetzt aber wachst du auf. Ja, nachdem, was ist denn los mit dir, Rex? Hast du heute keinen hast du heute nicht geschlafen, oder was? Na gut, ja, es ist Nachmittag gerade. Also im Nachmittagsschläfen macht Rex da gerade. Rex kriegt hier ziemlich was auf die Fresse, sag ich mal. Nicht selbst verletzen, nein. Ach, Rex, was soll denn das? Erst hier rumpennen und dann sich selbst verletzen. Naja. Hm, was nehmen wir denn jetzt? Pflanze. Gift. Nehmen wir mal Gift. Nehmen wir mal Kiffer. Das müsste jetzt auch nicht mehr so lange dauern mit einer. Kiefer. Giftattacken sind nicht sehr effektiv gegen Käfer-Pokémon. Ach komm, jetzt hör doch auf mit deinen Statusveränderungen, Oma. Du gehst mal langsam auf den Senkel. Weißt du das? Ich glaube, das Omot wird allein durch die Verbrennung gekillt und sonst nichts. Und ich habe ganz vergessen, dass Blutsauer gegen Giftattacken gegen Gift-Pokémon sehr effektiv ist. Obwohl es im anderen Spiel nicht so ist. Ja, Gift sind gegen Käfer auch sehr effektiv. Okay, auch für die anderen Regeln. Ich sage nur Pokémon erster Generation. Na gut, das war jetzt mein kurzer Ausflug. Ich weiß jetzt nicht, was machen wir denn jetzt? Also das können wir eigentlich nur trainieren. Wie viel haben wir jetzt eigentlich aufgenommen, wie viele Minuten? Also im letzten Part habe ich ja schon ein gutes Stück aufgenommen, so 15 Minuten, dann müssen wir jetzt 25 haben. Was machen wir denn jetzt? Lassen wir uns erstmal von Pummeluffs Gesang einschläfern. Jigglypuff, puh puh puh! So. Nein, nicht doch mal, ich habe mich vertippt. Okay, gut, zum Glück gibt es hier eine Speed-Taste. Andernfalls bräuchte ich jetzt etwas anderes, um weiterspielen zu können. Da bräuchte ich jetzt irgendwas. Ich sage nur, Bier und so, ne? So, was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal im Shop an. Gehen wir mal ein bisschen shoppen, genau. Ein F, Service, Counter. Top gerade Items for Trainers. 2F Trainers Market. Aha. Moment mal, man kriegt doch von irgendeinem Konter, oder? Also von dem hier ist es glaube ich nicht, ne? Nee. That's more powerful record. Ja, toll. Von dem kriegt man Konter. Oh, hi. I finally finished Pokémon. Not down yet? That might be useful. Your pack is full, out items. Na toll, wir müssen hier irgendwas abschmeißen oder verkaufen. Moment, wir sind hier an einem Shop. Das heißt, es wäre viel klüger, wenn wir etwas verkaufen würden, anstatt es gleich wegzuschmeißen.
So, hier kann man Steine kaufen. Was verkaufen wir denn? TMs verkaufen wir nicht. Nuggets. Verkaufen wir das Nugget, genau. Die TMs müssen wir auch mal wieder in die Box lagern oder verwenden, je nachdem. Ein Fluchtzeug, das können wir noch brauchen. Ich behalte es mal. Coin Case, das ist Münz. Das ist der Dings da, der Geldbeutel, wie auch immer. Naja, verlassen wir erstmal den Markt und lagern die TMs mal ein bisschen ein. Oder verwenden sie, je nachdem. Jetzt haben wir ja alle Pokémon in unserem Team, da könnte man es gut, ja, da können wir sie schon jetzt ein paar ausgeben. Also ein paar Attacken. Oh, meine Nase läuft, das ist so schlimm jetzt. Ich war gerade draußen, es war ein bisschen kälter als normal. Und seitdem läuft meine Nase auf einmal. Das war hier vorhin nicht so. Und jetzt muss ich, spreche ich leider so undeutlich und wir sind hier falsch. Oh Gott. Naja, ich glaube, ich brauche gleich ein Taschentuch. Ah, hier ist das Pokémon Center. Okay. Hallo Pokémon Center. Hallo Pomeluff. Hallo der Typ da, der hier schon seit Millionen von Jahren hier rumsitzt. Hallo nervende, stinkende Plaudertante. Hallo Kabelclub-Freak und halt, hallo alter Mann. Sowas, was machen wir denn jetzt? Ach ja, wir wollten ja genau Themes einsetzen. Seismic Toss. Was ist denn das nochmal? Geowurf, glaube ich, ist das, oder? Ja, Geowurf. Ich schau mal schnell, vielleicht können wir Geowurf irgendeinen beibringen, irgendeinen Pokémon. PY. PY ist, Simsala. Simsala kann Geowurf, aber Simsala greift eher mit, die Attacke Geowurf ist ja abhängig von dem Level. Also, wenn Simsala zum Beispiel Level 50 hat, dann zieht Seismic Toss 50 KP ab. Das hat andererseits Vorteile, zum Beispiel wenn es auf Level 100 hat, dann würde es 100 abziehen, also mindestens. Aber das Spiel ist, glaube ich, ich glaube, im späteren Verlauf des Spiels werden unsere Pokémon sehr stark werden. Also ich glaube, die sollten uns aufheben, die TM. TM 19, deswegen lage ich es erstmal rein. So, Deposite TM 19 war das, ne? Na Quatsch, das ist ja mitnehmen. Hier, TM 19 ablegen. Okay, was machen wir jetzt? 12, das ist Sternschauer. Mal schauen, welches Pokémon Swift kann. Ja, Rex wäre eine Option. Und Protecti wäre eine Option. Ich bring's mal Protecti bei, damit Protecti eine Alternative hat. Können wir ja später noch verlernen. Bubble Beam. Alduine Junior. Ich glaube, ich bring's auch wieder Protecti bei. Die können wir ja, wie gesagt, später alle wieder verlernen lassen. Okay, ja, which move sort we forgotten? Verlernen wir mal Tackle. Panzerschutz brauche ich noch für eine Taktik. Aber welche Taktik es ist, ist es natürlich, streng geheim Body Slam. Body Slam ist eine gute Attacke. Body Slam! Rex wäre eine Option, Fissäure wäre nicht so eine Option, PY auch nicht so. Aber sie ist eine gute Attacke, ich glaube, die hebe ich mir auch auf. Rest ist Erholung. Jedes Pokémon kann Rest erlernen. Welches Pokémon hat am meisten AP? KP meine ich. Moment, wir hatten doch so eine Taktik mit Kiffer. Wobei Protecti wäre auch ganz fies. Wenn Protecti eine hohe Verteidigung hat, dann könnten wir das gut kombinieren mit Panzerschutz. Wäre auch eine Überlegung wert. Aber ich glaube, ich muss mir erstmal das Attackenset überlegen. Ich glaube, das werde ich dann auch wieder offscreen machen. Ich glaube, dann werde ich dann jetzt gleich offscreen gehen. Softboiled, was ist denn das? Was ist denn das für eine Attacke? Softboiled. Auf jeden Fall kann es kein Pokémon, daher ist es egal. Achso, das wird wohl weicher sein. Na naja, gut, dann beende ich jetzt einfach mal den Part. Ich werde unser Muschas trainieren, bis es Level, ich sage mal, na, ich werde alle unsere Pokémon allgemein trainieren, bis sie Level 45 haben. Hoffentlich vergesse ich das nicht bis zum nächsten Part, weil ich muss das dann gleich irgendwo hin. Ich glaube, da muss ich mir aufschreiben. Ich glaube, so beende ich jetzt den Part, damit ich weiß, aha, wir müssen trainieren.
Und dann, ja, sage ich bis zum nächsten Part von Team Rocket Edition. Bis dann, Leute. Servus.